Herzlich willkommen, Kapitän, Kapitän bei World of Warship. Ich spiele mal weiter mit den Franzosen. Den letzten Mal haben wir die französischen Fünfer gespielt. Jetzt spielen wir mal den Sechser-Regel hier jetzt hier durch. Ich habe mir jetzt hier die nette Bonus hier drauf. Und ich habe hier natürlich durch den. Ich habe mir ein bisschen Flex-XP genommen und habe ich dann mal die höchsten Torpedo-Reichweite genommen auf 9 Kilometer, dass ich hier ein bisschen arbeiten kann. Ich habe einen Timeline von 6,61 und ein Team und Torpedo-Reichweite von 9 Kilometer. Das heißt, ich kann 3 Kilometer mit den Torps arbeiten. Nachteil bei diesem Schiff, ich habe hier 120 mm geschützt, aber eine Ladezeit von 6,3. Also 6,3 ist wirklich nicht wirklich gut. Kann man sagen, das ist so eher so wie ein Torpedo-DD. Kann man so eher so sagen. Module tue ich hier nach und nach alle ausbauen, dass die Schiffe nach und nach ein bisschen etwas lernen kann. Und naja, ich habe mal ein bisschen geguckt, die Torpedos, also die Zerstörer ist so bei den französischen. Auf Stufe 8, da gibt es so eine kleine Veränderung auch. Da gehe ich auch mal, wenn ich auf Stufe 8 bin, gehe ich auch mal auch ein bisschen drauf ein. Ich würde sagen, wir spielen mal Runde Tier 6 erstmal. Mal gucken. Letzte Runde Benson. Haben wir ja kaum Schaden gemacht. Da haben wir noch ein bisschen Hauptbatterie. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen mit den französischen DDs mit ein bisschen darum ein bisschen zu arbeiten. So. Wir sind mit hier im Bereich. Finde ich persönlich nicht schlecht. Und finde ich, kann man sagen, nicht schlecht. Mit hier im Bereich finde ich ziemlich sehr gut. Dazu haben wir eine schöne spannende Musik dabei. Also ich finde es gut, weil man diesen Zerstörer hier nebenbei noch DD spielen kann mit einer coolen Musik noch. Finde ich ziemlich sehr gut. Kann man sich ein bisschen sicher etwas entspannen. So, weil wir 3 Zerstörer haben, die haben. Boah, okay. Ja, wo sind denn hier Minderheiten überhaupt? Wir sagen ja, da auf dieser Seite würde ich erfahren. Wir haben hier den kurzen Mutterboost auch, was wir auch haben. Und mal gucken. Wir machen uns Flugabwehr auch aus. Wir haben nur 2 Kilometer, aber wir haben Erkennbarkeit von 2,5. Cool. Okay, Flugabwehr ist eigentlich völlig Crap, wir machen ja aus wie die Wasserbomben, dass die uns nicht orten können. So. Werfer sind Trippelwerfer und wir haben hier Einzelgeschütze, warte mal, wir haben Zweier, kann man sagen, 2×1. Also wir haben ja maximal einen Torpedoschaden von 9433, ist okay, das ist hier wert, was die von den die europäischen Zerstörer haben. Was wir eher Nachteil haben, ist unser Tarnwert von 6,1, ist wirklich nicht wirklich in die Oberklöner, aber kann man damit auch ein bisschen was arbeiten, auch so ist ja nicht. So, nicht verwundert, ich spiele auch ein bisschen was von auch ein bisschen mit Azulane. Momentan ist auch ein kleines Event dabei. So. Shinome kann uns instant auch nicht, Shinome auch, okay. Okay, außer die Niklas, der kann uns instant aufdecken, aber Rettungsschiffe eher nicht so. Was wir leider nicht haben, ist Nebel, ist ein bisschen Nachteil. Hoppe-Waffnung, wie gesagt, ist wirklich nicht der Oberknüller von 6,3, ist wirklich nicht sehr gut. Aber dafür können wir mit unseren Torpedos wenigstens halbwegs arbeiten, was hier auch nicht wirklich nicht schlecht sind. Ich glaube, 17 Knoten schnell, finde ich sehr angenehm. Wir haben ja viele Stufe 6, sind auch nicht viele Schlachtschiffe, die so schnell unterwegs sind. Hier ist also, wir sind ja Tier 7 Bereich. Also ist so ganz gut dabei. Keine Achter. Wir können ja mit unserem Schiff bis Stufe 18 gucken, ja. Also es ist eher nicht so schön. Aber es gibt ein paar Tier 7 Schiffe, die sind auch wirklich nicht schnell. So. Wir haben schon mal. Okay. Da haben wir schon mal die Shinobe schon mal ganz gut. Weil das Ding ist ein bisschen pervers, weil das Ding gerade die coolsten Torpedo-Reload hat. Finde ich persönlich nicht sehr schön. So, dann nehmen wir jetzt auch eine Niklas, das ist auch nicht schlecht. Torpedos sind eher Krepp, aber die Hauptbewaffnung und damit kann man ein bisschen was damit machen. Das ist leider Fakt. So, 9 Kilometer ist eigentlich ganz guter Wert für die meisten als Zerstörer. Deutsche haben Stufe 6, glaube ich, irgendwie 8,5. Wir haben, kann man sagen, 500 Meter mehr als die deutschen 6. Also bei den, glaube, Tets, nee. Gäde? Gäde, genau, Gäde ist. Gerde, nee, doch die Gerde. T-220 ist auf Stufe 5. Hier haben wir eine Menge Zerstörung, eine Menge Schiff abgedeckt. Hier, ich fahre so extra rein, falls ein Schiff zerstöre, hier aufploppt,
dass ich hier vier gleich so gleich geradeaus rausfahren kann. Da ist der Zerstörer, okay. Warum steht der hinter der Insel? Okay. LOL. Der völlig zerstört, fährt einfach kacken, reißt durch die Mitte durch. Das habe ich auch noch nie erlebt. Der fährt einfach durch die Mitte durch. Das ist ja krass. Einfach so durch die Mitte. Also das ist ein bisschen too much. Nein! Oh, noch geholt. Nice. Machen wir mal hier Mutterbus an. Okay, das. Was sind die wie? Nee. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist so einfach, die und Kreuz einfach so durch die Mitte gejudelt sind. So, das hat man sowas gar nicht. Das hat man sonst mit Schlachtschiffen immer. So Nahkampfschiffe eher also mehr in diese Richtung. Aber die hätte ich eigentlich null erwartet. Wir haben den kurzen Mutterbus. Wir sind relativ flott unterwegs. Und wir so. Okay, wir haben die Insel rundfahren. Ah, ich will wahrscheinlich die Tops nicht mitnehmen. Das, was ich eher vermute. So. Okay, halbe Team ist fast schon wieder tot. Auch nicht schlecht. Ja, Tytron. Ja, der Tytron. Ach, Kacke. Der hat echt Hühnerhand schon die Hütte angeschmissen. Ah, die haben sie nutzen jetzt diese. Was? Alter. Das verstehe ich nicht. Hier war ein Schlachtschiff. Warum ist er nicht da geblieben? Och Mann, Leute. Ignor. Also finde ich wieder kompletter Schwachsinn schon wieder. Der stand mit seinem Schiff genau hier, hätte hier umdrehen können und hier einfach den hier wegpushen können. Nein, der fährt einfach wieder weg. Oh, Alter. Das habe ich wieder null verstanden, warum er mit seinem Schlachtschiff da weggefahren ist. Dafür habe ich wieder null Verständnis schon wieder. Hätte er hier bleiben können, hätte den hier rausgeschossen. Also ich hätte ihn gespottet, hätte ihn rausschießen können. Alles kein Problem. Aber der muss wegfahren. Also wie kann man so idiotisch sein und so egoistisch? Also dafür hat man echt keine Worte. Mal gucken, wir scheinen in die Insel rumpushen. Also, das ist völlig Banane schon wieder. Also, wenn er kein Hydro angeschmissen hätte, hätte wahrscheinlich die Tops eventuell mitgenommen. Nee. Der hat leider anscheinend. Hat der Mutterbus an? Der hat Mutterbus an. Also, wenn der Mutterbus nicht an hätte, hätte wahrscheinlich die Tops eventuell mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, warum der mit seinem Heinrich da abgehauen ist. Also dafür habe ich wieder null Verständnis schon wieder. Jetzt können sie, der hätte hier bleiben können, hätte hier ein bisschen nur hier auf unserer Seite kämpfen können. Aber die Division spielt wieder komplett egoistisch schon wieder. Also wirklich nice DVBBs, also wirklich. Komplette Ratze, was die da spielen.
Also dafür habe ich wirklich kein Verständnis. Also ein bisschen vorausdenken muss man schon ein bisschen. Also das ist ein König. Kongo. König? Nee, Kongo. Ich verwechsel die beiden Schiffen immer. Ich habe die etwas weiter versetzt abgeworfen, weil er relativ schnell unterwegs ist. Jetzt werfe ich die Dinge zu weit ab. Wie man es macht, ist immer falsch. Ich habe jetzt ein paar Minuten, habe ich jetzt mal die nächsten Torpedos für ready. Aber wie gesagt, das Ding hat Motorboostern. Das muss man anders vorhalten, ja. So haben sie die Dinge auch nicht. Ich bin hier beinahe zu weit weg. Muss ich jetzt wieder näher ran. Also so nah darf ich auch wieder persönlich nicht wieder ran. Nicht in der Schlacht, also wenn wenigstens einer was hier macht. Mal gucken. Jetzt habe ich ungefähr ein bisschen etwas gleich versetzt abgeworfen bei dem Kegel. Also hier etwas hier. Aber trotzdem, ey. Also als Schlachtschiffe müssen die schon ein bisschen etwas mitdenken. Da haben wir hier Nagato. Nagato steht, okay. Und jetzt tritt er weg. Ach komm. Zweimal daneben getorben, jetzt tritt er auf einmal weg. Wenn er es irgendwie schon geahnt hätte, da gleich die Torps um die Ecke kommen. Wahnsinn. Nur wegen so Divi-Division, weil die völlig nass waren. Also die waren völlig bekloppt. Nur wenn Heinrich da gestanden hätten. Hätte umgedreht, hätten wir auf die Seite mitkämpfen können. Nein, der ist mit seinem Divi-Partner gefahren. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Wäre wir hier Präsenz gewesen, hätten die nicht so extrem nach vorne nicht nach vorne gepusht. Ja, der Kato fährt hauptsächlich weg. Völlig bekloppt. Also unsere Divi haben die nur eine komplette Runde weggeschmissen. Wenn sie auf unsere Seite, wäre einer von ihnen rübergefahren, wenn sie so nicht extrem nach vorne pushen, hätten sie nie nach vorne gepusht. Also mit Schlachtschiff-Division muss man trotzdem ein bisschen mitdenken. Also das ist so völlig, was der gemacht hat, war völlig bei deiner gewesen. Also mit Schlachtschiffen muss man auch ein bisschen mitdenken auch. Aber die haben sie anscheinend überhaupt nicht gemacht. Ja. Das finde ich immer so ganz genius immer. Es gibt seltene Fälle, wirklich die Divisionen wirklich spielen, so wie Schlachtschiff-Divisionen, die auch ein bisschen mitdenken auch. Aber die überhaupt nicht mitdenken und einfach hier, ich fahre trotzdem strange meine Kurs, wo ich langfahren will. Ist auch nicht richtig. Also die bräuchte ich nicht hinterherjagen. Ich versuche hier immer mein Teammates hier langsam aufzuschließen. So. So, machen wir mal schauen. Aber trotzdem, ey. Völliger Schwachsinn. Ich habe ihn deswegen.
Wenn ich will ein bisschen nur hauptsächlich nur ein bisschen spotten für mein Team noch. Seien Sie, was ich hier ein bisschen machen kann. Punktemäßig kann ich nichts mehr aufholen. Ich kann höchstens noch ein bisschen vor so ein bisschen Damage zu machen, auch hauptsächlich. Und das war's, gucken ganz nur noch. Nagato schießt über die Insel rüber. Was macht der da überhaupt? Tut der denn gerne freilich die Insel immer? Also ich glaube, ich weiß, ich habe keinen Plan, ich glaube, er macht das, glaube ich, nicht freiwillig in Insel Clue, Insel Beachen immer. Ich glaube, ich mache ihn, glaube ich, gleich nochmal auf. Nein, leider daneben. Hat er nur ein bisschen Glück gehabt. Der hat echt Glück gehabt, dass sie die Tops nicht getroffen haben. Also ich weiß nicht, warum die auf die Wings nicht schießen. Ich habe hier zwei Capture-Eroberungen gemacht, ey. Hab man gesehen, wenn ein Schlachtschiff, die wir so richtig grottenschlecht sind, kannst du selbst als CD nicht umreißen. Alter Schwede, ja. Alter. Die hätten eigentlich so für ein paar BBs eigentlich schon instant eigentlich umdrehen müssen, rumfahren müssen. Also die beiden Heinrichs, die haben die Sieg hier vor uns unsere Runde komplett in der Tonne geschmissen, aber wirklich. Hätte der eine umgedreht, hätte den rausgeschossen, hätten hier, wenn er auf unserer Seite geblieben wäre, hätten die auf die Seite nicht weiter pushen müssen. Also hätten die nicht weiter pushen nicht weiter durchdrücken können. Aber da unsere Flanke komplett offen war, haben das gegnerische Team ausgenutzt und sind komplett nach vorne gejodelt. Also die haben es wirklich nicht, wirklich sehr grottenschlecht gespielt. Also noch schlechter ging es wohl nicht. Also die haben, glaube ich, taktische Ahnung hatten, glaube ich, wirklich null gehabt. Also naja. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann nette Kommentar. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.